Rekonstruktionsrunde Nummer 2 bei Mass Effect 3. Mit mir der Punkt mal wieder. Yay, einer. Es gibt nur einen Punkt. Lass mich. Wie weit? Ach, ja. Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Oh mein Gott. Die Reaper. Das ist schon faszinierend, wie die sich so bewegen und mit den Füßen. Und so, what the fuck? Von welcher Spezies sind die? Stammen die ab? Und sie dieses Event habe ich das letzte Mal verpasst, wenn es hier schon kommt. Nein, das kommt dann gleich. Und wir sagen, schauen Sie mal. Verdammt, sehen Sie sich Peloton an. Oh mein Gott. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Das da. Das ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater, eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag. 5 am zweiten. Das ist ja noch Pille. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um. Machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Das schießt uns im Action. Sein können. Oder? Vielleicht. Muss es nicht andersrum sein? Wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Wenn die Sachen fallen, dann ist es später auf. Munition. Meine Moon. Aber wir kriegen sogar durch normale Mundkriegergranaten Aufstockung. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, das Gewehr ist cool. Oh, gucken wir uns auch noch welche. Stimmt ja. Da war ja was, wir haben das vergessen. Da würde ich also erst einmal gespielt gehabt eben. Scheiße, ich hasse diese Dinger. Und in New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Ein Kampf abbrechen, das kotzt mich an. Aber Sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen. Na, und sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Springers? Dieses Gipfel ist unsere einzige Chance. Das ist echt unglaublich in dem Spiel. Die Reaper allein. Im Prinzip haben wir zu dritt alleine die Reaper des letzten besiegt. Also zumindest mal diesen noch fast Menschen. Oh Gott, ich schon mal abgeschossen. Ist das viel mehr? Soldat, alles in Ordnung? Jawohl, Sir! Wir schaffen das schon! Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück, Soldat. Jawohl, Sir. Scheiße. Was ist denn im Stoff bestehen, wie viel denn? Selbst ein gegenfliegendes Schiff? Oder abstürzen das gegenfliegendes Schiff, den ich zerstören kann? Von der Mannschaft an Bord ganz zu schweigen. Genau dieses Event meinte ich. Das ist jetzt so verpasst. Hallo, Hilda. Das war knapper, als mir lieb ist. Absolut. Keine Überlebenden. Verdammt. Bei so einem Abschluss. Sturz. Keine von den Wunder. Wenigstens trotzdem ein bisschen weiter. Wir können denen nicht weiterhelfen. Wir müssen unsere Mission erfüllen. Also, Commander. Glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari. Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Ja, das stimmt. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Mhm. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kroganer jetzt beide. Oh, ja. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Ja, du siehst doch schon aus wie ein Kroganer mit deinen Steroiden. Solltest du echt weniger, ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, sagen wir es mal so. Das klingt ja, wie ein Kroganer. Okay, Beeilung! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg. Sehr gut. Hinter ihn. Laufen wir. Das Lager räumen. Und wir wollen Kannibalen. Cannibals! Au, 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 au. Deckung, danke. Ja, danke, deine Mann. Auf das Viech. So, so. So muss das laufen. So und nicht anders. Warte! In die Anlage vorrücken! Okay! Sind auf dem Weg. Direkt hinter ihm! Ich glaube, hier gab es nirgends eine Waffe. Aua. Ich muss in Deckung gehen, ich muss in Deckung gehen, ich muss in Deckung gehen, ich muss auf Deckung. Oh Gott, da kommt ein Koloss, da kommt ein Koloss. Uff, ja. Auf da. Ja,
auf den ganzen Rotz auf die Viecher drauf da. Danke, danke, danke. Das lief gut. Aber hier noch so keine Munde mehr. Fuck. Brauche Deckung. Und da vorne liegt ein Reaper Blackstar, den werden wir uns gleich aufheben. Den werden wir gleich brauchen. Warum haben die Viecher Granaten? Ah, liegt Muni. Sehr gut, davon liegt auch noch ein bisschen Muni, aber nicht für das Gewehr, sondern eher Granatenform. Ich weiß nicht, ob wir das auch benutzen können. So, die werden wir uns gleich holen. Das ist ein cooles Gewehr. Das ist schon fast so mit der Kane in Verbindung zu setzen. So, wir lassen uns wieder ein Stück zurückfallen. Ich wollte nur die Viecher triggern. Und setzen uns dann einfach hier hinten dran. Beziehungsweise wir holen schon mal das Ding. Und wechseln. Nicht wegen diesen Viechern. Lass uns ein bisschen näher kommen. Ja, da sieht man mal wieder, das sind so diese typischen Reaper-Waffen. Zumindest sah der Strahl auch so reaperhaft aus. Fragt man sich ja, wo die Trojanen diese Waffe herhaben. Muss ja irgendwo herkommen. Oder haben sie sich selbst entwickelt? Ich meine, so könnte dann die Reaper mit den eigenen Waffen vielleicht schlagen. Sie haben sie halt nicht selbst entwickelt, dann geht's natürlich nicht. Und wir wissen, dass wir jede Art von Waffen, die wir dann haben, nichts gegen Reaper. So. Woher kommt diese Waffe? Ja, ein bisschen höher schießen, sondern wir noch ein bisschen in der Deckung, genau. Diese Healing-Geschosse von diesen Dingen sind echt geil. Mal so ein bisschen hinter die Deckung schießen. Also eigentlich Auto feuern und einfach nur drauf. Auto ziehen und einfach nur draufhalten. So eine hohe Selbstlenkung. Das ist schon fast cheaten. Nehmen wir ein bisschen Minigel mit. Da läuft noch ein Kannibale rum. Ach, HP! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Hört auf, uns nicht zu schießen, wir sind Freunde. Wohin schießt ihr denn? Auf den da. Warum schießt ihr denn auf mich? Das finde ich auch beleidigt, ey. Ha. Hier liegt auch nichts mehr rum. Trigger. Hier wird's getriggert. General Victus. Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Bakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Ja, das ist unser Garrus, so kennen wir ihn. Man braucht sie woanders, General. Ich bring sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine Torianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Es ist hart, aber es muss sein. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Ich bin Primarch von Pelerin und verhandle für die Torianische Hierarchie. Die macht alles zu lecken. Nutze sie nicht aus. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Da mache ich was gemeinsam. Sie wollen nicht qualifiziert sein? Ja, wenn die Politiker, ich halte nicht dann viel denen sind wir jetzt an dieser Lage schuld. Und ich stoße andere gern vor den Kopf. Meine Familie ist seit dem Vereinigungskrieg beim Militär. Wir hatten ja Beweise gegen die Reaper. Ich habe ihn im Blut. Spätestens nach. Aber diese Art Leidenschaft. Mass Effect 1 hätten sie uns das glauben müssen. Auch wenn man es gar nicht ist. So haben wir 2,5 Jahre einfach so vergeudet. Wegen diesen Politikern. Weil die es nicht einsehen wollten. Dass es die Reaper wirklich gibt, obwohl die Beweise so offensichtlich waren. Der Krieg ist ihr Geschäft. In Zeiten wie diesen brauchen wir Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. All diese Spezies zu vereinen, erfordert ebenso viel Kraft wie der Kampf gegen die Reaper selbst. Richtig. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ja.
Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Endlich mal ein Turianer, der Einsicht zeigt. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Warum dreht er sich um? Garrus steht doch neben ihm. Sprachbug hatte ich das letzte Mal auch. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Sehr gut. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Victus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Ich weiß. Wir brauchen die Kroganer. Was? Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Kroganer. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Ja, in der Tat. Wir hatten eben gerade das Gespräch darüber, dass Kroganer und Turianer und Salarianer sich nicht mehr so allerwunderbarst verstehen. Ja, Sir, ich habe diesen Weg schon einmal beschritten, Commander Shepard. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Ich habe versucht, die Dalatras zu beruhigen. Zu behaupten, sie wäre erbost, ist eine gewaltige Untertreibung. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Leider ist jeder Versuch, all diese Gruppen zu vereinen, zum Scheitern verurteilt. Und sie verstehen sicher, dass wir keine Zeit verlieren dürfen. Die Reaper stehen schon vor unserer Tür. Mein letztes Wort. Es tut mir leid, aber die Asari kommen nicht zu ihrem Gipfel. Das war so klar. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Dass sie wieder dickköpfig sind. Sie brauchen sie, wie wir alle. Bei uns sind die Reaper schon. Die glauben, dass sie alleine eine Chance gegen die Reaper haben, anstatt sich mit uns zu verbünden. Und bleiben einfach weg. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Ja, der muss jetzt erstmal warten. Wir haben gerade hier Rage-Moment wieder, dass die Asari es immer noch nicht kapieren, dass der Krieg schon längst begonnen hat. Und wenn die sie jetzt auch noch befallen, dann haben wir noch eine kleinere Chance, weil dann haben die auch dezimierte Truppen. Ich meine, die Turianer-Menschen sind schon ziemlich schlimm befallen. Ich weiß nicht, wie es bei den Salarianern. Batarianer haben wir ja gehört, dass sie so gut wie komplett ausgelöscht wurden. Bei den Turianern ist es genauso wie der Menschen. Salarianer wissen wir nicht. Kogana wissen wir nicht. Ich irgendeine Spezies vergessen? Hanna, keine Ahnung, ob die überhaupt so interessant sind. Ich glaube nicht. Wir wissen auch noch nicht, wie es bei denen geht und bei den Quarianern aussieht, weil die haben ja anscheinend auch einen kleinen Konflikt dann noch. Könnte ich wetten. Da werden wir auch noch hinkommen. Ja gut, ich würde erstmal sagen, hier habe ich das letzte Mal auch aufgehört. Nächstes Mal fangen wir wieder mit Dating Sim an. Vielleicht fallen die Dating Sim-Folgen auch aus, so wie sich das immer jetzt angehört hat nach der Mission. Dass sich irgendwie keine Gesprächsoption gebildet haben. Wir schauen dann einfach mal. Das war's von mir, euer Punkt. Danke fürs Einschalten. Tschüssi.